Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to take a look at the genitive case once again. We already learned how to use the genitive case with definite articles. In case you missed that video, you can click right here. Now let's take a look at the rules before I give you some examples. Los geht's! Today we're going to be taking a look at the genitive case using indefinite articles. We already learned that the genitive case shows possession. In English, it's shown by the word of, or by adding an apostrophe to show possession. Let's take a look at some examples. In English, you would say a man's suitcase, or the suitcase of a man. In German, when we use the genitive case, we say der Koffer eines Mannes. Der Koffer eines Mannes. In spoken language, you will often hear der Koffer von einem Mann. So instead of the genitive case, people will be using the dative case. Next example, an applicant's CV, or the CV of an applicant. In German, using the genitive case, you would say der Lebenslauf einer Bewerberin. Der Lebenslauf einer Bewerberin. In spoken language, you will often hear der Lebenslauf von einer Bewerberin. Next example, the face of a building. In German, you would say die Fassade eines Gebäudes. Die Fassade eines Gebäudes. Or in spoken language, die Fassade von einem Gebäude. Die Fassade von einem Gebäude. Let's take a look at how the articles change in the genitive case. In the nominative case, we have ein, eine, ein, keine. Remember, there's no indefinite plural article in German. That's why I used keine. In the genitive case, the indefinite articles are as follows. Eines, einer, eines, keiner. Many masculine and neutral nouns with more than one syllable add an S in the genitive case. Let's take a look at some examples. Ein Vater, eine Frau, ein Auto, keine Kinder. Now let's take a look at what happens in the genitive case. Eines Vaters, einer Frau, eines Autos. Keiner Kinder. The ER sounds like an A, like a German A sound. So we're not saying einer, but we're saying einer and keiner. Let's take a look at some more examples. Ein Fernseher. In the genitive case, this would be eines Fernsehers. Eine Lampe. In the genitive case, this would be einer Lampe. Ein Badezimmer changes to eines Badezimmers. Keine Häuser changes to keiner Häuser. More examples. Ein Bildschirm changes to eines Bildschirms. Eine Straße changes to einer Straße. Ein Fenster changes to eines Fensters. Keine Familien changes to keiner Familien. When the rules of n-declination apply, we have to add an n or an en, such as in these examples. Ein Junge in the nominative case, eines Jungen in the genitive case. Keine Architekten, plural. In the genitive, this would be keine Architekten. Some more examples. Ein Mensch changes to eines Menschen. Keine Kunden changes to keiner Kunden. Many nouns with only one syllable often add an ES, such as in these examples. Ein Baum changes to eines Baumes. Ein Land changes to eines Landes. Some more examples. Ein Weg changes to eines Weges. Ein
Kind changes to eines Kindes. Nouns ending in sch and st often add es, such as in these examples. Ein Tisch, eines Tisches. Ein Fest, eines Festes. Nouns ending in s, double s, sz, z, tz, and chs add an es, such as in these examples. Ein Fluss changes to eines Flusses. Ein Haus changes to eines Hauses. More examples. Ein Witz changes to eines Witzes. Ein Glas changes to eines Glases. Ein Fuchs changes to eines Fuchses. Ein Schloss changes to eines Schlosses. Nouns ending in N-I-S add S-E-S, such as in this example. Ein Ergebnis, eines Ergebnisses. And another example. Ein Verhältnis, eines Verhältnisses. Jetzt seid ihr dran. Testet euer Wissen. Now it's your turn. Test your knowledge. I'll give you some nouns in the nominative case, and you have to come up with the genitive form. Ein Hund, eine Katze, ein Pferd, keine Tiere. I'll give you a couple of seconds to think about it. These are the genitive forms. Eines Hundes, einer Katze, eines Pferdes, keiner Tiere. Some more practice. Ein Zug, eine Tochter, ein Telefon, keine Schulen. I'll give you a couple of seconds to think of the genitive forms. The genitive forms are eines Zuges, einer Tochter, eines Telefons, keiner Schulen. And some more practice. Ein Fuß, eine Erdnuss, ein Problem, keine Dateien. Now it's your turn to come up with the genitive forms. Eines Fußes, einer Erdnuss, eines Problems, keiner Dateien. In this next exercise, I will give you a sentence that you will hear in colloquial German. And you will have to come up with that same sentence, but in proper German, using the genitive case. Let's take a look at the first sentence. Ich gehe mit dem Hund von einem Nachbarn spazieren. How would you say this sentence in proper German using the genitive case? I'll give you a couple of seconds to think about it. The sentence would be Ich gehe mit dem Hund eines Nachbarn spazieren. Ich gehe mit dem Hund eines Nachbarn spazieren. Next sentence. Das ist das Motorrad von einem Kollegen. This is colloquial German. How would you say this in proper German? In proper German using the genitive case, you would say, Das ist das Motorrad eines Kollegen. Das ist das Motorrad eines Kollegen. Next sentence. Das sind die Kinder von einer Freundin. How would you say this in proper German? Using the genitive case, you would say, Das sind die Kinder einer Freundin. Das sind die Kinder einer Freundin. Next sentence. Das sind die Medikamente von einem Patienten. How would you say this in proper German? I'll give you a couple of seconds to think about it. The sentence would be, Das sind die Medikamente eines Patienten. Das sind die Medikamente eines Patienten. Next sentence. Die Handtasche von einer Frau ist ein Universum. How would you say this in proper German using the genitive case? The sentence would be Die Handtasche einer Frau ist ein Universum. Die Handtasche einer Frau ist ein Universum. All right, now I'll give you some more examples.
Das ist die Tochter eines Landwirts. This is the daughter of a farmer. Or this is a farmer's daughter. Das ist die Tochter eines Landwirts. Das sind die Kinder einer Nachbarin. These are the children of a neighbor. Das sind die Kinder einer Nachbarin. Die Eltern eines Schülers haben den Kuchen mitgebracht. A student's parents brought the cake. Die Eltern eines Schülers haben den Kuchen mitgebracht. Die Kinder eines Kollegen sind krank. The kids of a coworker are sick. Die Kinder eines Kollegen sind krank. Sie ist die Geschäftsführerin eines Kaufhauses. She's the manager of a department store. Sie ist die Geschäftsführerin eines Kaufhauses. Das ist die Praxis eines Gynäkologen. This is the doctor's office of a gynecologist. Das ist die Praxis eines Gynäkologen. Das ist das Auto eines Freundes. This is a friend's car. Das ist das Auto eines Freundes. Die Risiken eines Start-up-Unternehmens sind hoch. The risks of a startup are high. Die Risiken eines Start-up-Unternehmens sind hoch. Die Mitarbeiter haben Angst vor den Folgen einer Fusionierung. The employees are afraid of the consequences of a merger. Die Mitarbeiter haben Angst vor den Folgen einer Fusionierung. Die Kosten einer Scheidung sind oft sehr hoch. The costs of a divorce are often very high. Die Kosten einer Scheidung sind oft sehr hoch. Der Lärm einer Großstadt ist oft unerträglich. The noise of a big city is often unbearable. Der Lärm einer Großstadt ist oft unerträglich. Die Nerven eines Grundschullehrers sind stark. The nerves of an elementary school teacher are strong. Die Nerven eines Grundschullehrers sind stark. Die Planung einer Hochzeit ist sehr aufwendig. The planning of a wedding is very time consuming. Die Planung einer Hochzeit ist sehr aufwendig. All right. Now you basically know how to use all four cases, nominative, accusative, dative, and genitive. I still have to make a video about genitive prepositions. I will do that in the next couple of weeks. Remember to go to GermanWithJenny.com. I always post a lot of exercises and you should definitely practice daily in order not to forget. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!